Ich bin heute zu Gast bei Jan Jakob Vogelsang. Sie sagen, es ist nicht leicht, ein Reptiloid zu sein, also ein Echsenmensch. Und ich würde mir etwas mehr Dankbarkeit wünschen für all das, was ich für Deutschland getan habe. Herr Vogelsang, etwas mehr Dankbarkeit. Was genau meinen Sie denn eigentlich damit? Nun, wir Reptiloiden sind hier zum Wohle des Menschen. Wir regeln das Finanzsystem, wir steuern die Weltregierung, wir kontrollieren die Gedanken. Ein Danke bekommen wir dafür nicht. Okay, aber Sie sehen schon auch, dass Sie die Deutschen, also uns, wie Nutztiere halten. Die Wahrnehmung ist vollkommen verzerrt. Beispiel Chemtrails. Ich meine, da sind ja auch Vitamine drin. Sehen Sie, ich möchte nur das Beste für Deutschland. Auch in eigenem Interesse als Anteilseigner der BRD GmbH. Okay, an der Stelle würde ich gerne noch mal nachhaken. Sie geben ja selbst zu, dass Sie uns unterdrücken. Sie nehmen uns das Recht auf Selbstbestimmung. Und im Gegenzug dafür wollen Sie unser Verständnis? Ich meine, das ist doch schon ein bisschen krude. Wissen Sie, was ich für Opfer bringe? Weil ich 9/11 organisieren musste, habe ich meine eigenen Kinder nicht schlüpfen sehen. Und am Ende heißt es dann, Papa, wegen dir habe ich mein Illuminatenstudium abgebrochen und eine Freimaurerlehre begonnen. Aber Herr Vogel, sagen Sie mir doch mal, was Sie sich wünschen, für sich, aber auch für Ihre Echsenmenschen. Ich wünsche mir mehr Wärme. Wärme. Sie wünschen sich mehr Wärme von uns. Und das heißt konkret was? Nun, Echsen sind wechselwarme Lebewesen. Deshalb leben wir im Erdinneren und nicht an der Oberfläche, weil es da einfach zu kalt ist. Jetzt arbeiten wir seit 200 Jahren an der Erderwärmung. Und dann wird das von den Menschen systematisch torpediert. Haben wir denn kein Recht zum Leben an der Oberfläche? Ich habe einen Traum, dass meine 23 Kinder eines Tages gemeinsam mit allen anderen Menschenkindern für noch mehr CO2-Ausstoß sorgen. Haben Sie das gerade wirklich gesagt, für mehr CO2-Ausstoß sorgen? Ja, das können Sie ja wirklich überall im Internet nachlesen. So, Sie müssen mich leider entschuldigen. Ich habe noch einen Termin in Bielefeld. Trotzdem natürlich vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und dass Sie vor allen Dingen auch so ehrlich und offen mit mir gesprochen haben. Danke und alles Gute. Oh, ach du Schande, tut mir leid. Macht nichts, wächst ja wieder.